Jeder Einzelne ist heute gefragt, sich zu engagieren und einen Beitrag zu leisten für den Umwelt- und Klimaschutz. Die GASAG nimmt diese Herausforderung an und fordert mit dem Zukunftswettbewerb die Berlinerinnen und Berliner, aber auch Unternehmen auf, sich aktiv an der CO2-Reduzierung zu beteiligen. 46 Projekte wurden beim diesjährigen GASAG Zukunftswettbewerb eingereicht und die Besten der Besten, die werden heute prämiert. Und zwar hier im Humboldt-Carré in Berlin-Mitte. Rund 200 Gäste kamen am 25. September zur Preisverleihung. Der GASAG Zukunftswettbewerb, der will also nicht nur auf vorhandenes Potenzial aufmerksam machen, er will inspirieren und zeigen, was andere tun. Und so wurden für diesen Wettbewerb Bauherren, Architekten, Planer, Handwerker, Auszubildende und Studenten aufgerufen, mitzumachen. Und ich kann Ihnen eins sagen, da haben sich wirklich sehr, sehr viele dran beteiligt. Unter dem Motto Gemeinsam handeln für Berlin wurden inspirierende Beiträge abgegeben, die dann sozusagen auch im Nachhinein nochmal anregen sollen, etwas anzupacken, und zwar für den Umwelt- und Klimaschutz. Der GASAG Zukunftswettbewerb soll uns eigentlich zeigen, wie wir als Energiedienstleister für diese Stadt, für Berlin auch eine energiepolitische Aufgabe übernehmen können. Und das haben wir mit dem Land Berlin in einer Klimaschutzvereinbarung festgehalten. Und dieser Zukunftswettbewerb ist ein Bestandteil der Elemente dieses Klimaschutzvertrages. Immer wieder hört man ja von der Initiative Berlin verpflichtet. Was hat es denn damit auf sich? Berlin verpflichtet soll zum Ausdruck bringen, dass wir nicht nur zuverlässig und preisgünstig Energie liefern, sondern dass wir eben darüber hinaus auch einen Auftrag in dieser Stadt haben, gemeinsam mit der Politik nämlich auch energiepolitische Zielsetzungen umzusetzen. Und insofern sind wir Berlin verpflichtet und wir tun was. Wir wollen im Rahmen dieser Vereinbarung 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Gut die Hälfte haben wir geschafft seit Auflage dieser Klimaschutzvereinbarung. Wir sind jetzt in der Laufzeit der vierten Vereinbarung, die bis 2020 läuft. Bis dahin müssen wir noch knapp die Hälfte dieser 2 Millionen schaffen. Wir werden das mit unseren Marktpartnern und den Berliner Bürgern auch hinbekommen. Welchen Stellenwert hat denn die GASAG in ihren Klimaschutzaktivitäten, speziell hier mit dem GASAG Zukunftspreis? Ja, wichtig ist einfach auch durch so eine öffentliche Veranstaltung Aufmerksamkeit zu erregen, Problembewusstsein natürlich auch deutlich zu machen, zu sagen, hier gibt es noch etwas zu tun, wo alle miteinander helfen wollen. Aber es geht auch darum, Öffentlichkeit zu schaffen und zu sagen, Klimaschutz geht uns eben wirklich alle an. Und wenn das im Rahmen so einer schönen Veranstaltung ist, wenn ein Publikumspreis eben auch noch ausgelobt werden kann, wo die Berlinerinnen und Berliner sich engagieren, wenn junge Wissenschaftler mithelfen, dann ist das eine tolle Mischung. Spätestens 2050 wollen wir eine klimaneutrale Stadt sein. Wie wichtig sind denn starke Partner für die Zielerreichung hier in Berlin? Ja, die brauchen wir ganz dringend. Die Stadt kann gar nicht alles alleine machen. Und ein Partner sind natürlich die großen Unternehmen, auch gerade die großen Energieunternehmen. Und mit der GASAG haben wir schon seit 1998 eine echte Partnerschaft. Das ist jetzt das vierte Klimaschutzbündnis, was wir miteinander verabredet haben. Wir haben die Berliner Energieagentur, aber wir brauchen als Partner auch die Berlinerinnen und Berliner, die eben mithelfen und vor allen Dingen auch die jungen Leute, die jetzt ganz verstärkt natürlich gucken, wie sind die Entwicklungen der Zukunft und das dann auch umsetzen werden in der Stadt. Eltern sollten sich zwar kümmern, wenn dir auf die Nase fällst, aber du siehst nicht, was tut das Kind von Welt kümmert sich selbst. Wie beim ersten Zukunftswettbewerb vor 2 Jahren gab es auch diesmal wieder die 3 Kategorien Architektur und Klima, Handwerk und Umwelt sowie Bildung und Innovation. Aus allen eingereichten Beiträgen hat eine Fachjury die 3 Besten in jeder Kategorie bestimmt. Die Erstplatzierten erhielten eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. In der Kategorie Architektur und Klima wurden neu errichtete oder modernisierte Objekte gesucht, die mit innovativer Technologie ausgestattet sind und sich somit als Vorbild für andere eignen. Als Sieger in dieser Kategorie ging die Freie Universität Berlin mit ihrem Projekt FU-Maßnahmekatalog zum Klimaschutz, setzt Maßstäbe für Berlin hervor. In den letzten 11 Jahren erzielte die Freie Universität große Erfolge durch technisch-bauliche Effizienzprogramme, durch den Einsatz erneuerbarer Energien, mithilfe von Prämiensystemen für die Fachbereichsmitarbeiter, durch Online-Energy-Monitoring und ein Green-IT-Handlungsprogramm.
Das Ergebnis war eindrucksvoll. Bis zu 66% weniger Wärmeeinsatz und 85% weniger Heizöl durch Umstellung auf erneuerbare Energien und Gas. Der Erfolg über 3,7 Millionen Euro weniger Kosten und über 12.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen. Die selbsterzeugte Energie wird von den über 37.000 Studenten und Mitarbeitern selbst genutzt. Für die Kategorie Handwerk und Umwelt wurde nach originellen Ideen zur Absatzförderung von Umwelt- und klimaschonenden Technologien gesucht. Thomas Helmrich hat hier den ersten Platz belegt mit seinem Projekt Optimierung von Heizungsanlagen der Solvis Max. Der Eigenheimbesitzer aus Rudow erwarb vor 4 Jahren eine energiesparende und umweltschonende Solvis Max Solarheizungsanlage. Der eingebaute Speicherchip wird vom Hersteller hauptsächlich für Fehlermeldungen genutzt. Das war Thomas Helmrich zu wenig. Er entwickelte durch umfassende Messreihen eine optimale, energiesparende Einstellung, zugeschnitten auf den Tagesrhythmus. Das beeindruckende Ergebnis: mit einer bedarfsgerechten Wärmeenergiebereitstellung kann man bis zu 50% der Energie sparen. Von Mai bis September kommt Thomas Helmrich sogar ohne Primärenergie aus. Sein Wissen gibt er weiter. 60 weitere Eigenheimbesitzer konnten ihre Solvis Max-Anlage optimieren. Die anschaulich erklärten Anweisungen versetzen sogar Laien in die Lage, eine Programmierung selbst durchzuführen. Ganz besonders überzeugt hat in der Kategorie Bildung und Innovation das Projekt Oberstufenzentrum saniert Kastendoppelfenster. Das Marcel Breuer Oberstufenzentrum für Holztechnik, Glastechnik und Design wurde dafür mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Seit über 100 Jahren bestimmen die Kastendoppelfenster die Optik der Berliner Altbauten. Aber die wenigsten der über 1 Million Fenster sind gut erhalten. Dass eine energetische Sanierung nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll ist, wird den angehenden Tischlern im Berufsschulunterricht vermittelt. So können über 20% der Heizkosten gespart werden und auch der CO2-Ausstoß verringert sich um ein Fünftel. Die fachgerecht aufgearbeiteten Kastendoppelfenster amortisieren sich nach etwa 10 Jahren. Die Ästhetik im Stadtbild wird erhalten, Energie wird gespart und auf die angehenden Tischler wartet viel Arbeit. Eine gute Alternative zu fabrikmäßig gefertigten Plastikfenstern. Deshalb ist der Sieger in der Kategorie Bildung und Innovation das Marcel Breuer Oberstufenzentrum. Den zweiten Platz in dieser Kategorie hat Joshua Gray mit seiner Masterarbeit Gleichraumverbrennung in Gasturbinen gemacht. Es ist das aus wissenschaftlicher Sicht interessanteste Projekt, das beim Zukunftswettbewerb eingereicht wurde. Die Gleichraumverbrennung verwendet man in einer Gasturbine, um effizienteren thermodynamischen Zyklus auszunutzen. Und eine Detonationswelle wird erzeugt durch eine normale Zündkerze, womit die Flamme auf Detonationsgeschwindigkeit beschleunigt wird. Und dadurch wird Gleichraumverbrennung annähernd erreicht. Wie finanzieren Sie denn Ihr Projekt? Die deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt das Projekt in einer Höhe von mehreren Millionen Euro, die nach Berlin kommt, an die TU, durch mehrere Teilprojekte, an der FU auch und ein kleines Teilprojekt an der RWTH Aachen. Welche der eingereichten Beiträge waren denn für Sie besonders spannend und aufregend? Ich muss mal jetzt eine Nachbaruniversität besonders honorieren. Ich finde das, was die FU gemacht hat, insofern nicht neu, weil sie das seit vielen Jahren machen, aber gerade deswegen neu, weil sie sich immer wieder auf dem hohen Niveau, auf dem sie sind, was Neues einfallen lassen und das so eine Breitenwirkung hat, dass die FU für mich eine absolut herausragende Universität ist. Das sage ich mit Neid und Anerkennung. Und ich finde, das ist gar nicht genug wertzuschätzen, was die machen, in so einer Institution so viel umzukrempeln. Ich würde denen den Preis in allen Kategorien geben. Erstmals gab es in diesem Jahr auch einen Publikumspreis. Dafür haben über 1000 Berliner und Berlinerinnen bei einem Online-Voting abgestimmt, wer das aus ihrer Sicht innovativste Projekt eingereicht hat. Die meisten Stimmen erhielten die beiden Architekturstudenten Philippe Renker und Adisan Ocak von der Beuth-Hochschule für Technik für das Biosphäre Wohnen.
Ein Wohnkonzept für Menschen, die mitten in der Stadt leben wollen, aber dennoch im Eigenheim und mit Garten. Welche Erfahrungen und Ergebnisse konnte denn die GASAG aus dem Zukunftswettbewerb gewinnen? Ja, wir können natürlich hier wirklich sehen, wie die Berliner Bürger ticken. Weil am Ende entscheidend ist, wofür sind die Berliner Bürger bereit, sich einzusetzen, wenn es um die Themen Energieeffizienz und Erneuerbare geht. Und wir haben hier sehr gute Beispiele gesehen, dass gerade private Kunden, private Bürger einen großen Teil ihrer Freizeit in solche Themen investieren und das dann auch noch unentgeltlich ihren Mitbürgern zur Verfügung stellen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und welcher Teilnehmerbeitrag hat Ihnen am besten gefallen? Ja, das war dieser Beitrag von Thomas Helmrich, der eben seinen Energieverbrauch um fast 50% senken konnte. Und wir konnten jetzt mit unserem Preis von 5.000 Euro dazu beitragen, dass er seine Frau etwas besänftigen konnte, weil er mit der nur relativ wenig Zeit verbringen konnte. Welche Gründe gibt es noch, sich hier am GASAG Zukunftswettbewerb zu beteiligen? Ich glaube, das ist für alle Beteiligten, natürlich für unser Unternehmen, aber auch für diejenigen, die sich engagiert mit Beiträgen hier melden, ein echter Wert, weil hier kann man auch mal zeigen, inwieweit man an dem Thema Energieeffizienz konkret arbeitet. Man kann aber auch Nachahmer finden und ich denke, das muss eine gesellschaftliche Bewegung werden, damit wir mit dieser Zielsetzung auch Erfolg haben. Wenn auch Sie eine tolle Idee haben, wie man das Klima schützen und die Umwelt entlasten kann, dann machen Sie doch mit beim nächsten GASAG Zukunftswettbewerb. Informationen dazu finden Sie im GASAG Kundenzentrum oder auf der Homepage der GASAG. GASAG, die Berliner Energie.